Servus Leute und willkommen zurück zu CT6L 2012. Ja, ich war gerade dabei, das Two World Trade Center zu suchen. Ich muss das mal kurz... Ja, wie gesagt, ich muss mal kurz suchen. Moment. So, Full Unlock Buildings. Hier ist es nicht drin, dann ist es vielleicht bei hoher Dichte drin. Oder bei den Mod-Gebäuden, das kann auch sein. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich hatte ja schon mal erwähnt, die Sortierung ist hier mehr so suboptimal. Ist an sich eine gute Idee, aber ja, es hilft nicht sonderlich viel, wenn man alles irgendwo random einsortiert und keine direkte Struktur da drin ist. Dann bringt das ganze Sortieren von diesem Mod nichts. Wo ist denn das Ding? Es ist vermutlich unter Mod-Gebäude, das kann auch sein. Ich hatte das auf jeden Fall irgendwo. Schauen wir halt mal. World Financial Center, das haben wir schon. 777 Tower. Doch, Two World Trade Center, da haben wir es doch. Ist das zu groß, wenn wir das einfach daneben stellen? Ich möchte mal schauen, wie das aussieht. Es kann durchaus sein, dass wir das dann wieder wegreißen, weil es ein bisschen zu übertrieben wirkt. Ich meine, es ist hoch. Wie sieht das von der Fern... Ach du Heilige, sind die Dinger schon wieder übertrieben beleuchtet. Wie sieht das von der Ferne aus? Ja, passt auf jeden Fall dazu zum One World Trade Center. Ist auch irgendwo klar, die sind ja gemeinsam gebaut worden. Oder geplant worden, besser gesagt. Ich weiß nicht, passt das dazu? Ich lasse das Ding jetzt da mal stehen und lasse euch entscheiden, was wir stehen lassen. Ob wir beides wieder abreißen, ob wir nur das One World Trade Center oder ob wir da beide stehen lassen. Das lasse ich jetzt mal euch entscheiden. Da bin ich fein raus. So, das wird hier angebunden. Dann hat auch das Gebäude mal eine Anbindung. Ja, das passt jetzt blöderweise hier mit der Plaza nicht. Moment, das haben wir gleich. Huch. Ach, ich bin bei Hightech-Industrie, ich denke mal schon. Da gibt es auch noch ein paar neue Gebäude, die man mal bauen könnte. Ich muss ja hier rein. Ach, jetzt sehe ich es auch hier. Ich muss das ein bisschen abpassen mit der Straße, dass es zumindest ein bisschen gleich aussieht hier. So. Dann kommt hier eventuell noch ein kleines Gebiet rein mit niedrigeren Gebäuden. Aber ich meine, das will ich jetzt nicht mit einer Plaza zu... Also mit einem Park oder sowas zu klatschen, weil es ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich glaube, hier kann man durchaus noch ein kleines Bürogebiet oder sowas reinbauen. Das kann man auch durchaus hier anbinden, glaube ich. Wieso geht das hier nicht? Ich meine, hier geht's. Hä? Es ist CT6L, das muss man nicht verstehen. Ja, so ist besser. Kann man das hier noch anbinden? Und da muss ich echt schauen, wie ich das hier hinten mache mit der Autobahn. Hier weiß ich auch noch nicht, was da hinkommt. Da müssen wir auch mal schauen. Wir müssen ziemlich viel noch schauen, glaube ich. Das Problem ist halt, wir brauchen eigentlich schon Büros, aber wir brauchen auch erstmal die Arbeiter, die da reinpassen, ne? Das muss ja auch noch irgendwie beachtet werden. Man könnte natürlich auch hier diese Hightech-Industriegebäude nutzen. Das würde ja auch gehen, wenn wir die schon haben. Also hier das zum Beispiel. Ich meine, das kann man jetzt hier bringen eigentlich. Ich meine, die sehen ja auch aus wie Bürogebäude. Insofern ist das jetzt nicht mal das Problem. Es sieht echt nett aus, das Gebäude. Vielleicht würde sich das besser hier vorne machen, als Eck. Und daneben dann das hier. Und hier drüben das da. So, Satellitenschüssel brauche ich jetzt nicht gerade eigentlich. Ja, die Gebäude passen halt jetzt hier nicht hin. Kann man nicht sagen, dass das dann reinpassen würde. Büros der mittleren Dichte höchstens noch, ne? Ja, wenn irgendwo Platz wäre, das, was gerade irgendwie nicht so der Fall ist.
Nee, ich glaube, da werden wir schlechte Chancen haben mit den Büros mittlerer Dichte hier. Hinten würde höchstens noch was hinpassen. Ja, hier passt noch das eine oder andere Gebäude hin. Nee, das Eichhorn backt oder hat zumindest mal gebackt. Weiß nicht, ob das immer noch rumbackt. Kann durchaus sein. Deswegen baue ich das Ding ungern. So, hier noch mit Ausblick auf die spätere Autobahn. Das ist bestimmt auch ein sehr attraktiver Ausblick. Hier können eventuell noch ein paar Parkplätze hin. Wobei natürlich ein Parkhaus hier sinnvoller wäre. Eigentlich. Machen wir lieber ein mittleres Parkhaus hier hin. Ich glaube, das ist sinnvoller. Naja, ein kleiner Parkplatz sieht jetzt irgendwie seltsam aus, glaube ich. Können wir hinten noch ein großes hinbauen. So, dann möchte ich hier eigentlich Wasser haben. Tatsächlich mal. Das ist ein bisschen arg tropisch. Das kann man gelten lassen. Das passt auch irgendwie zum Gebäude. Haben wir jetzt zwei kleine künstliche Seen quasi. Und dann unsere geliebten. Ja, wobei, da könnten wir eigentlich mal eine andere Plaza nehmen. English Park, American Palms Park haben wir so oft schon genommen. English Park passt jetzt hier nicht. Glaube ich. Wo ist denn jetzt... War der American Park nicht irgendwo ganz vorne? Nee, English Park. Der war doch ja auch irgendwo. Platanus Park, den hatten wir schon mal irgendwo. Aber der würde ja auch ganz gut aussehen. Na, wobei, das ist ein bisschen arg dicht vielleicht. American Forest. Der Maple Park vielleicht. Ich glaube, der passt ein bisschen besser. Da sind die Bäume nicht so dicht, ne? Ja, kann man eigentlich anbieten, so das Gebiet. Wie sieht es denn jetzt von der Ferne aus quasi? Ich mit meinem quasi immer. Ja, ihr müsst halt jetzt vielleicht in den Kommentaren mal schreiben, ob man das so stehen lassen kann. Ob das nicht ein bisschen übertrieben aussieht. Vor allem, weil halt hier auch gleich das Ende der Stadt quasi kommt. Weil ich weiß nicht, wie ich da groß auf diese Berge hinten drauf bauen soll. Ich meine, man kann das. Da müsste man aber sehr viel... Ach du Heilige. Da müsste man aber sehr viel planieren. Ich meine, wir haben jetzt hier noch Platz hinten so ein bisschen, aber nicht allzu viel. Da müssen wir halt auf die Berge raufbauen, was recht ungemütlich werden könnte. Da müssen wir mal schauen. Ich wollte hier eigentlich noch eine Ausfahrt gestalten. Mache ich denn das jetzt am blödsten? Ich glaube einfach, indem ich das gerade weiterziehe. Die Autobahn. Moment. Das haben wir gleich. Hallo? Soll... Hä? Wieso geht denn... Ach, das ist ja vierspurig hier. Oh Gott. Ich sehe gerade, das ist falsch rum. So muss das hin, sonst funktioniert das ja alles nicht. Okay, das passt sonst soweit, glaube ich. Die Straßen sind richtig rum. Ich kontrolliere das nochmal. Die Straßen sind beide richtig, die sind beide richtig. Die sind beide richtig. Und die auch. Okay. Dann läuft das. Muss nur kurz immer schauen, dass die ganzen Straßen alle richtig sind, sonst funktioniert das System hier ja nicht. Es ist auch ein sehr interessantes Konstrukt hier. Muss man ja zugeben, aber es geht ja irgendwie nicht anders. Sehr interessant, ja. So, das ist jetzt hier vierspurig. Lasse ich die vierspurig? Ich meine, hier kommt eh gleich die nächste Ausfahrt. Insofern kann man das eigentlich mal lassen. Oh, ich hätte vielleicht das durchziehen können, so. Ist das richtig? Ja.
Ich glaube, das wird wieder mal ein bisschen zu nah an der Grenze, ne? Kann das sein? Ein bisschen zu nah an der anderen Straße, nicht an der Grenze. So, Moment. Haben wir gleich, hoffe ich zumindest. Was brauche ich denn da jetzt für ein Stück? Ja, das könnte man dann zum wieder... Die Teile brauche ich hier, ne? Ja, es wird natürlich wieder witzig, das Ding daran zu bauen. Aber hier scheint es zumindest zu funktionieren. Vielleicht klappt es ja hier auch mal ausnahmsweise. Ich glaube, ich hatte gerade auch... Ja, perfekt. Haben wir gleich, haben wir gleich. Hoffe ich. Zumindest, sonst ist das ein bisschen doof. Ich meine, es dauert halt immer so seine Zeit mit den Autobahnen, ne? Ihr kennt das ja. Aber es geht eigentlich noch. Also das ist so eine Ausfahrt zu bauen, ist jetzt eigentlich, da habe ich inzwischen genug Übung für. Dass es da nicht mehr so allzu lange dauert. Ach scheiße, jetzt geht das hier wieder nicht. Sehr interessante Autobahn gerade auf jeden Fall. Da möchte man doch fahren drauf. Okay, wo ist jetzt das Gegenstück dazu wieder? Jo, nee, das ist nicht das Gegenstück, das ist das Gegenstück dazu. So, einwandfrei. Haben wir schon mal eine recht großzügige Ausfahrt wieder, hoffe ich zumindest mal. Ja, ist vielleicht ein bisschen unsymmetrisch, aber es geht schon. Dann muss ich halt hier erstmal eine Brücke rüberführen, was an sich schon wieder ein Problem wird. Ach ja, ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. Man kann jetzt das auf dieser Straßenseite theoretisch direkt hier ranführen. Und auf der anderen dann keine Ahnung wo. Ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig, wie das gestaltet wird jetzt. Das weiß ich gerade echt noch nicht. Vor allem, wo die Autobahn hinführt, weiß ich auch noch nicht so genau. Die könnte sich hier drüben mit der Schnellstraße quasi vereinigen. Das könnte man machen, theoretisch. Das wird aber was Komplizierteres, weil wir da ja quasi wieder ein Dreieck brauchen. Das ist ja auch mehr oder weniger eine Autobahn hier. Also ja, zumindest in etwa. Aber es sieht da wieder so kacke aus. Dann haue ich da wieder 3 Stunden an dem Zeug rum und es kommt nichts rum dabei. Das kann natürlich auch passieren. Wie mache ich jetzt das hier am blödsten? Das wird so wohl ein bisschen zu eng werden, oder? Ja, könnte funktionieren. Ich weiß nur nicht genau, wie es da mit der anderen Seite aussieht. Und mit der Brücke da drüber, das wird natürlich auch noch so eine Sache. So, diese Straße will ich eigentlich so nicht haben. Das will ich schon gerade haben. So, jetzt dürfte es zumindest etwas gerader sein. Sogar recht hübsch geworden eigentlich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, nee, da brauche ich eine Large Avenue Bridge. Alter, mach doch die Brücken nicht immer so hoch. Hast du gehört, Spiel? Das ist zu hoch. Ich meine, so hoch baut niemand eine Autobahnbrücke. Das ist völlig kostenverschleudernd im Endeffekt. So hoch kann man sie schon bauen. Aber so wie gerade, das war übertrieben. Man könnte jetzt die Autobahn dann hier anbinden. Das muss ich mal schauen, wie das wird. Ja, muss ich eigentlich, ne? Sonst geht das schwierig. Jetzt geht das wieder nicht, oder wie? So, wie mache ich das jetzt am blödsten?
Muss auf jeden Fall eine recht enge Kurve werden. Dann schauen wir mal, ob wir das Verbindungsstück hier problemlos hinkriegen. Aber es schaut gut aus, dass es sich gerade anfügt und nicht irgendwie so komplett schief. Ja, kann man anbieten. Perfekt. Ja, so nicht unbedingt. Moment. Dann machen wir bis hierher. So. Sieht doch einwandfrei aus eigentlich, ne? Kann man anbieten. Jetzt kann man auch von hier aus mit der Autobahn in die, in die Arbeit fahren quasi. Was man auch sonst damit machen sollte. Gut, ich mache jetzt aber einen Cut. Heute mal die Folge wieder mal normale Länge und nicht wieder 20 Minuten wie sonst immer. Ich würde sagen, man sieht sich morgen in der nächsten und bis dahin. Servus.